So, hallo, da bin ich wieder, diesmal mit dem zweiten Beispielsatz zu Partikel T. Diesmal in einer anderen Anwendungsweise. Der erste Beispielsatz war ja für die Partikel T koordinierend und diesmal ist er für die Partikel T subordinierend. Das Problem bei subordinierend ist so, ja, ich stelle euch heute Gemüse vor und dann lege ich euch eine Möhre auf den Tisch und das ist dann unser Fallbeispiel für Gemüse und jetzt kennt ihr alles Gemüse. Mit T ist es ungefähr so, dass es genauso vielseitig ist wie Gemüse. Es kann eine Möhre sein, es kann ein Kohl sein, es kann auch, was weiß ich nicht, was, jetzt hätte ich fast Tomate gesagt, aber Tomate ist ja Obst, kann auch ein Spargel sein, egal. Allerdings, ich nehme hier ein relativ, ja, repräsentatives Beispiel für T, eine Anwendung, in der es recht häufig vorkommt, nämlich modal, also etwas auf eine gewisse Art und Weise machend. Ansonsten ist eine zweite Anwendungsmöglichkeit oder eine zweite und eine dritte Anwendungsmöglichkeit, in der es dann relativ häufig vorkommt, temporal. Also erst macht man so und so und dann so und so oder nachdem man bla 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 dann das und das. Oder es wird kausal verwendet, gibt also den Grund an. Also weil oder wegen kommt es dann zu und dann die Handlung des Hauptsatzes. Aber hier, wie gesagt, ein Beispielsatz, in dem es modal verwendet wird. Das ist ja auch eine Verwendung, in der die Partikel T im modernen Japanisch auch noch relativ häufig vorkommt. Und das fand ich eigentlich ganz passend. Ansonsten kann man der Partikel T eigentlich einen relativ großen Themenblock widmen, weil die doch relativ oft und in relativ vielen verschiedenen Anwendungen vorkommt. Das Problem ist halt nur, dass viele dieser Anwendungen wirklich sehr selten mal im Text auftauchen, deswegen hier nur das populärste und häufigste Beispiel. Okay, der Satz ist aus einem Otogizoshi aus der frühen Edo-Zeit, nämlich die Geschichte von Urashima Taro, die ja relativ bekannt ist. Ich fasse die mal kurz in 4-5 Sätzen zusammen. Also es gibt einen jungen Fischer namens Urashima Taro, der seine Familie, also seine Eltern und sich, halt mit Fischerei durchbringt. Und eines Tages zieht er eine Schildkröte an Bord und beschließt aber, dass er dieses langlebige Lebewesen lieber leben lassen will und lässt sie wieder frei. Und diese Schildkröte war die Tochter des Drachengottes, der seinen Palast am Grund des Meeres hat. Und am nächsten Tag erscheint sie ihm wieder, diesmal in menschlicher Gestalt, in einem Boot und bittet ihn darum, von ihm nach Hause gebracht zu werden, weil sie allein den Weg nicht mehr findet und es auch alleine nicht schaffen würde. Und dann bringt er sie halt zurück nach Hause, ihren Anweisungen folgend, das ist der Satz mit ihren Anweisungen folgend und so weiter, und verbringt eine gewisse Zeit mit ihr, möchte dann aber zurück zu seinen Eltern, weil er ja denen gegenüber auch noch Pflicht und Verantwortung hat und die auch noch ernähren muss. Und ja, das Ganze nimmt dann eine böse oder eine schlimme Wendung, sagen wir es mal so, weil er nämlich im Palast des Drachengottes gefühlt nur eine relativ kurze Zeit ist, aber in Wahrheit mehrere hundert Jahre da verbringt und er bekommt dann eine Kiste mit, wo seine, also so eine Schachtel, wo seine Lebenszeit drin ist. Er weiß es aber nicht und die Frau sagt nur, öffne diese Schachtel nicht. Er macht es dann aber doch und altert dann spontan beim Öffnen dieser Schachtel um die Zeit, die er unten am Meeresgrund verbracht hat und stirbt. Und so sehen sich die beiden nie wieder. Die haben sich natürlich in der Zwischenzeit ineinander verliebt und so weiter und so fort. Also mit Happy End ist nicht. Naja, auf jeden Fall hier ist der Satz, wo die Frau gerade nach Hause gebracht werden möchte. Lese ich mal kurz vor. Kanojobo no oshie ni shitagaite, haruka 10 nichi amari no funaji o okuri, furusato e zo tsuki ni keru. Okay, also, unser subordinierter Satz oder Nebensatz ist hier markiert durch das Joshi, durch die Partikel T, die ja angeschlossen wird an die Renyoke, Shitagai vom Yodandoshi Shitago, also eigentlich Shitagafu geschrieben, aber Shitago gesprochen wegen der Shitekikanasukai. Genau, das wäre das erste Verb. Wir gucken ja mal nach den Verben, weil die ja für uns erstmal spontan am wichtigsten sind. Dahinter geht es dann weiter mit dem Hauptsatz. Wir stellen aber fest, dass wir hier ein Verb haben und hinten nochmal ein Verb. Also haben wir, weil dieses Verb in der Renyoke steht, zwei Hauptsätze, die
koordiniert sind, also gleichgestellt. Hier haben wir Okuri, die Renyoke von Okuru, also irgendwie etwas verbringen. Das kann entweder zeitlich oder räumlich gemeint sein. Wir hatten es ja in einem der vorhergehenden Beispielsätze schon mal als Zeit verbringen. Und hier ist es eher so ein Weg überwinden oder halt, naja, eine gewisse Distanz zurücklegen. Hier ist halt weniger die Bewegung an sich gemeint, als eher dieses Verbringen von Zeit oder Weg, es irgendwie zu schaffen. Das ist eher eine Betonung des Transits an sich, als der Bewegung, die dann konkret stattfindet. Okay, also, steht in der Renyoke, das heißt also, hier wird was verbracht oder zurückgelegt und dann Tsukinikeru. Da haben wir zwei Dodoshi, also zwei Verbalsuffixe, die an Tsuku angeschlossen sind. Tsuku ist ein Yodan-Doshi, das Ankommen oder Erreichen heißt. Und fangen wir mal hinten an. Da haben wir Keru, das ist die Rentaike von Keri, der erzählten Vergangenheit. Also irgendwer kam an und Keri wird ja angeschlossen an die Renyoke, diesmal die Renyoke von Nu, dem Dodoshi zum Ausdruck des perfektiven Aspekts, also ist angekommen oder war angekommen. Das Nu seinerseits hängt natürlich auch wieder an einer Renyoke, deswegen haben wir hier Tsuki, also Renyoke, Anzeigevokal I. Also war angekommen oder ist angekommen, das kann man halt übersetzen, wie man es für richtig hält. Wir stellen fest, wenn wir uns das letzte Verbalsuffix, das letzte Dodoshi anschauen, dass es in der Rentaike steht, genau, das hatte ich ja schon gesagt. Und das muss natürlich auch einen Grund haben, das hat ja auch einen Grund. Wir haben hier die Kakarimusubi hervorrufende Partikel So, die halt eine Betonung darstellt und am Satzende die Rentaike hervorruft. Okay, und So. Ja, kann man übersetzen, muss man aber nicht, hier bietet es sich nicht unbedingt so an. Gut, haben wir die Grammatik durchschaut, dann müssen wir kurz mal auf den Gesamtzusammenhang gucken. Also ankommen, dann stellt sich die Frage, also ankommen oder erreichen, stellt sich die Frage, wo man ankommt oder was man erreicht. Furusatoe, also in der Heimat ankommen oder die Heimat erreichen, alles klar, soweit so gut. Und dann hier verbringen. Dann die nächste Frage, wen oder was verbringt man? Das ist ein Tadoshi, also ein transitives Verb. Entsprechend wird das direkte Objekt mit der Partikel O markiert, sofern es der Schreiber für nötig hält. Hier hielt er es für nötig, also haben wir zum Glück die Partikel, also das Doshi O, das den Funaji als direktes Objekt markiert, also die Seereise oder die Schiffsreise. Und die wird durch Attribute näher erläutert. Attribute werden halt angeschlossen durch das Joshi No. Und das ist eine 10 Tage Amari, ist dasselbe wie bei Ji Amari, also ein Überschuss. 10 Tage Amari bedeutet dann mehr als 10 Tage. Und dann Haruka heißt ja eigentlich fern oder die Ferne, je nachdem, ob es jetzt substantivisch oder adjektivisch verwendet wird. Hier ist es eher adjektivisch und bezieht sich dann auch auf den Funaji, also fern 10 Tage über. Also ein mehr als 10 Tage langer Seeweg wird zurückgebracht, zurückgelegt, genau. Erstmal so grob übersichtsmäßig und dann kommt der subordinierte Satz, den wir modal übersetzen wollen in diesem Fall. Shidago, folgen, entweder im konkreten Sinne, einer geht vor, einer geht hinterher und folgt. Oder halt einer Anweisung oder sowas folgen. Also kann auch im abstrakten und übertragenen Sinne gemeint sein. So wie hier, da haben wir Oshi. Das könnte man jetzt mit Lehre übersetzen, aber es geht halt im Grunde genommen darum, dass die Frau das Navigationsgerät für den Mann spielt oder entsprechend sagt so, ja, wir müssen hier lang, wir müssen da lang. Entsprechend ist es so, ja, die Anweisung oder die Wegweisung. Wem oder was, das ist ein indirektes Objekt, wird durch das Dushi, durch die Partikel Ni markiert. Also wem folgt man der Anweisung? Die wird auch nochmal durch ein Attribut näher erläutert, nämlich die Anweisung Kano Jobo, also dieser Frau, weil die schon mal vorher im Text erwähnt wird, dann wird gesagt, diese Frau sagt bla bla bla.
Okay, diesmal fange ich nicht mit dem Hauptsatz an, sondern mit dem Nebensatz, weil es im Deutschen schöner ist. Der Anweisung dieser Frau folgend, modal auf welche Art und Weise, den Anweisungen folgend, legten sie eine Seereise von mehr als 10 Tagen zurück. Das Haruka lasse ich jetzt in der Übersetzung weg, weil es im Deutschen schwierig rüberzubringen ist. Und erreichten die Heimat. Halt die Heimat der Frau, zu der sie zurückgebracht werden möchte. Man könnte in der Übersetzung dann vielleicht auch sagen, und erreichten schließlich ihre Heimat, weil es Furusato, die Heimat ja durch das so betont ist. Solltet ihr eine Klausur über sowas schreiben und das machen müssen, macht ein Sternchen dran und sagt so, ich möchte gerne die Betonung so und so rüberbringen, nicht, dass jemand denkt, ihr hättet den Satz nicht verstanden und da einfach ein schließlich reingebastelt. Genau. Aber ansonsten, so kann man den Satz ganz gut und ganz sinnvoll übersetzen. Also den Anweisungen dieser Frau folgend, verbrachten sie eine mehr als 10 Tage lange Seereise oder Seefahrt oder Schifffahrt und erreichten ihre Heimat oder die Heimat. Das wäre die Übersetzung des Satzes. Jetzt kann man natürlich argumentieren, gut, man kann das auch koordinierend übersetzen mit er folgte den Anweisungen dieser Frau und sie legten zurück und sie erreichten. Ist natürlich auch möglich, aber es ist hier schöner und auch durch die Verwendungsweise von T gerechtfertigt, dass man es modal übersetzt. Und wie gesagt, man muss dann halt im entsprechenden Kontext gucken, möchte ich das hier irgendwie koordiniert oder subordiniert übersetzen. Ich hoffe, dass nochmal irgendwann ein Beispiel für die Partikel T drankommt oder ein Satz, ein Beispielsatz mit der Partikel T, wo es auch subordiniert ist, wo man das ein bisschen anders übersetzen kann. Ich versuche da mal ein Auge drauf zu haben, sowas noch zu finden, damit wir dann nochmal drauf eingehen können, wenn wir dann in der Grammatik weitergehen. Aber sonst soweit erstmal T angeschlossen an die Renyoke eines Verbs, kann sowohl koordinierend sein, also A machen und B machen, als auch subordinierend. Und dann halt in verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten, temporal, kausal oder modal, sind eigentlich die gängigsten. So viel dazu, dann schließe ich die Partikel T erstmal ab und dann gehen wir über zum nächsten.